Für uns war es vor 2 Jahren klar, dass wir neben dem Headquarter hier in Biggel das größte Leuchtenhaus Europas errichten wollen. Auf der anderen Seite war klar, wir wollten heute nicht nur einen stationären Handel anbieten, indem wir halt in absoluter Größe viele Leuchten und auch neue diese Dekoartikel zeigt, sondern für uns war es auch wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, in eine virtuelle Welt einzutauchen. Imagine the first time you saw a movie that you loved, right? I mean, like the first thing that you want to do is you want to explore everything around this movie or game or book, right? So it becomes eventually an extension of your personality. So we see brands the same way. AR and VR gives you the possibility to interact with content. It's not just consuming something, it's really living a story, living a certain topic, interacting with it. And this is the way that we learn. We're not learning just with our brains, we're learning with our whole bodies. We want to be at the forefront of the technology of AR and VR, and we want to create experiences that have not been here before, and we want to inspire people. We want them to remember that how serious we were about creating meaningful entertainment, because entertainment can change people's lives when done properly. So this is our mission at Frizz, and we will continue doing that until our very last days. Wir können uns auf diesem Wege nur für das Engagement bei Frizz bedanken. Wir hoffen, dass auch die Zusammenarbeit von unserer Seite für Frizz positiv gewesen ist. Und wie gesagt, all jene, die hier in Tirol sind, laden wir alle ein, diese 6 virtuellen Welten hier in Biel zu erleben. Und wir hoffen, dass wir auch zukünftig alle gemeinsam erfolgreich sind, sowohl Frizz als auch wir.